weil wir es können. Guten Morgen, Queenie. Ich will aber gleich noch unbedingt ein Brot machen. Wie krummelt noch der Bauch? Ist nicht gut. Ja, und da ich jetzt gerade irgendwie die Lust verspürt habe, Alex weiter zu zocken, weiß auch nicht, warum ich da gerade so drin bin, habe ich gedacht, dann kann ich ja einen Stream anschmeißen. Weil nichts wird gemacht ohne Stream in Alex. Wir wollen ja durch sein bis Mitte nächster Woche, weil da kommt ja schon das nächste Spiel. Nämlich Expedition Rom. Das ist Alex. Alex ist ein RPG von den Piranha Bytes Gothic-Machern. Das ist auch schon ein bisschen älter. Ich glaube 2000. Ich weiß gar nicht, wann das rauskam. Ich bin normalerweise nicht so der Piranha Bytes-Spieler, also Gothic und Ryzen und so. Aber irgendwie hat es mich jetzt gepackt, nachdem ich mal ein bisschen intensiver hier reingeguckt habe, muss ich ehrlich sagen. Tragt Kalan in eurem Herzen, in euren Fäusten und in euren Waffen. War auf jeden Fall, oder bin auf jeden Fall ein ehemaliger Alp. Sollte exekutiert werden, das haben sie aber nicht geschafft. Lustiges Uralt, ja. Ich hab's nie wirklich durchgespielt. Keiner der Teile. Wird mal Zeit, glaube ich. Ich wollte eigentlich Ryzen anfangen, aber das macht ein bisschen Probleme. Da muss ich erstmal nochmal gucken. Aber das kriegen wir auch hin. So, hier muss der irgendwo sein. Der Gefangene. Ich habe ihn aber... Ach, da ist er doch. Wow. Verrotten sollen sie allesamt. Eine Bande von Bastarden versteckt unter dem Mantel der Selbstgefälligkeit. Und du? Was ist mit dir? Hat man dich auch in dieses Loch abgeurteilt oder hat der Duke dich rausgeschmissen? Naja, draufgeschissen. Ich habe es satt, hier meine Monologe zu führen. Also spare ich mir lieber meinen Atem. Du bist offensichtlich nicht freiwillig hier. Nein, und wenn es nach mir ginge, wäre ich längst wieder weg. Stattdessen wollen diese Spinner mich einer Hirnwäsche unterziehen, sodass ich in ihren Schächten Staub ansetze. Aber so einfach kriegen sie mich nicht klein. Was hast du verbrochen? Die Jungs dachten wohl, meine Leute und ich hätten einen ihrer Außenposten versucht zu überfallen. Aber das ist totaler Blödsinn. Das hätten wir auch gar nicht nötig gehabt. Unser letzter Raubzug auf eine Karawane war so erfolgreich, da gab es keinen Anlass, den Typen ein paar Splitter abzuluxen. Oder haben sie mich deswegen in das Loch verfrachtet? Ja, ich fühle mit dir. Ich meine, ich habe momentan keinen Wecker, aber ich könnte auspennen, weil, ne, momentan befreit und so. In der Arbeit. So. Gesundheitlichen Gründen. Ist jetzt nichts Schlimmes. Will ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen. Könnte eigentlich auspennen. Jetzt sitze ich seit um 3:45 schon wieder hier. Moin, Kelly. Ja, moin und gute Nacht. Wie, du gehst jetzt erst ins Bett oder was? Ob unser Grinsam kann auch so schlecht schlafen wie ich. Ja, Sugar, so sieht's aus. Guten Morgen. Ach je, Leute, ich sag's euch. Ist eigentlich jetzt wesentlich besser geworden. Ich sag mal so, in den letzten 2 Wochen. Aber manchmal ist es einfach nur so, dass ich um 4 Uhr trotzdem hier sitze und dann denke ich mir, ja gut, dann kannst du auch spielen, ne? Was soll ich da pennen? Was soll ich mich da im Bett rumwälzen? Und von daher machen wir einfach ein bisschen Elex weiter, ne? Für alle, die jetzt da sind. Oh ja, Kaffee ist immer gut. Das Problem ist, meine Milch ist alle. Das ist so ekelhaft. Jetzt trinke ich schon wieder schwarzen Kaffee. Muss ich erstmal warten, bis. Leicht schlafen kenne ich, aber heute stand um 4:25 die mittlere vor mir. Sie sei nass. Ach je. Ja, da bleibt einem nichts anderes übrig, ne? Mit Kinas sowieso. Oh ja, die Wäsche muss ich auch noch anschmeißen. Gut, dass du mich dran erinnerst. Mache ich in meiner Kaffeebrotpause, glaube ich. Das ist eine gute Sache. Muss ich auch noch machen. Wie konnten sie dich gefangen nehmen? Ja, ich hatte keine Wahl. Ein Stoßtrupp der Kleriker hat mich zusammen mit meinem Kumpel in der Steinwüste aufgelesen. Schwer verwundet lagen wir dort und haben unsere Wunden geleckt. Zuvor gab es eine Meinungsverschiedenheit mit unseren Begleitern. Wir haben sie gelöst, indem wir uns gegenseitig zu Klump geschossen haben. Und was ist jetzt dein Plan? Plan? Ich habe keinen Plan. Nur eine Idee. Eine Idee von Freiheit. Vielleicht bist du ja bereit, diese Idee mit mir zu teilen. Egal, was du über mich denken magst, dass ich hier festsitze und man mir den Verstand rauben will, ist falsch. Moin, Dark Phoenix. Hallöchen.
Queenie dachte jetzt, dein Kind hat sich auch eingenässt. Ja, jetzt, das, so schnell kann man sich das, Also Milch und Kaffee habe ich immer da. Ja, normalerweise sollte eigentlich genug Milch da sein. Nein. Ist ja gut, ich bin ja ruhig. Wir lassen den Dialog weiterlaufen. Ich lasse euch einfach. Du erwartest, dass ich dir helfe zu entkommen. Ich erwarte gar nichts. Ich halte mich aber raus. Die Freiheit ist ein hohes Gut. Sie zu verlieren, Entschuldigung, ist ein Verbrechen. Kann ich also auf dich zählen? Du entwickelst doch hoffentlich keine Gefühle für diesen Niemand. Grimmi, benimm dich. Es sind Damen anwesend. Ich bin ja ein Mensch, der sich, ein Zwerg, der sich benehmen kann, natürlich. Ja. Ich denke darüber nach. Das ist immerhin etwas. Komm einfach zu mir, wenn du mir zu einer zweiten Chance verhelfen willst. Dann kannst du immer noch entscheiden, wie du agierst. Wegen deiner Flucht. Gib mir die Details. Es reicht nicht, dass nur ich hier verschwinde. Ich muss auch meinem Kumpel, den Schachter Wolf, zur Freiheit verhelfen. Aber das soll nicht deine Sorge sein. Du kannst bei ihm nichts ausrichten. Er ist bereits überzeugt, einer von ihnen zu sein und erinnert sich an nichts mehr. Bei mir verhält es sich anders. Irgendwo muss er noch ein Stück Resthirn besitzen, das sich an mich erinnert. Was du allerdings für mich tun kannst, ist Folgendes. Ich brauche meine Waffe und eine passende Tarnung. Sobald du mir das gebracht hast, erkläre ich dir den Rest. Aber beeil dich! Wenn ihre Suggestoren Erfolg haben, ist in 2 Tagen nur noch Brei in meiner Rübe. Jetzt überlege ich gerade, weil Kelly sagte guten Morgen und gute Nacht. Habe ich den jetzt geweckt durch mein Handy? Also durch die Benachrichtigung anhat? Wieso macht ihr euer Handy dann nicht, die Benachrichtigung nicht aus? Oh Mann, jetzt habe ich schon wieder... Oh Gott. Gott sei Dank arbeite ich dann nicht mehr, sonst hätte er mich zerropft. Wie soll ich das Zeug beschaffen? Meine alte Waffe müsste im Haus der Suggestoren zu finden sein. Dort bewahren sie den konfiszierten Krempel auf. Du wirst nicht umhinkommen, sie zu stehlen. Also sei vorsichtig. Eine passende Kleidung zur Tarnung kannst du sicher bei einem der Händler im Schachterviertel bekommen. Ein einfacher Fetzenstoff reicht allerdings nicht. Sieh dich also genau um. Und schlepp die Sachen nicht Stück für Stück an. Diese Zelle gibt mir keine Möglichkeit, irgendetwas vor den Augen der Kleriker zu verbergen. Wolf will dich tot sehen. Natürlich will er das. Sein Gehirn hat man schließlich auch durch den Mixer gejagt. Das, was er glaubt zu sein, ist er nicht. Kurz gesagt, gibt er einfach nichts drauf. Von mir aus kannst du hier verrotten. Sag mal, hat man dir ins Hirn geschissen? Ich erzähle dir, wie es um mich steht und du, Penner, besitzt die Frechheit, einen auf Henker zu machen? Weißt du was? Verpiss dich einfach. Dann muss ich in meinen letzten Stunden wenigstens deine dumme Fresse nicht mehr sehen. Das bringt uns nicht wirklich weiter. Oh, das hat ja super geklappt. Huch. Aber die Quest ist noch da. Jetzt hau endlich ab! Die klingen nur, wenn Kids nicht da sind, sonst immer Ton aus. Ja, sehr vernünftig. Ich glaube, Kelly hatte den Ton an anscheinend. Weil der hat ja eine Spätschicht, glaube ich, erst. Wann ich weiß. Uhuhu. Weil Grimmi hat ihn geweckt, yes. Grimmi hat ihn geweckt. Ich war's. In der Reinheit liegt die Kraft Kalans. Das ist ein Lümmel, ja, finde ich auch. Ich sollte den eigentlich umbringen, also rauslocken und umbringen, aber irgendwie hat sich das jetzt erledigt, glaube ich. Er will irgendwie nicht.
sage ich dem Wolf halt, das wird nichts. Was auch immer. Ich habe Eli zum Verrotten zurückgelassen. Aber das Schwein soll sterben. Bring ihn um. Von mir aus direkt in der Zelle. Wenn du es nicht tust, dann tut es niemand. Also mach es. So, ich muss ihn umbringen. So. So. Gut, er will ja eh nicht mit mir reden. Frech wie Sau. Ja, dann wird er gekillt. Ja, das ist Pech für ihn, ne? Würde ich sagen. Oder was meint ihr, Chat? Ich würde sagen, eiskalt, Kopf ab, oder? Bin ja voll dafür. Bin ja eh hier irgendwie so inzwischen der Henker, was ich alles schon gekillt habe hier an NPCs. Das ist nicht normal. Ich mit dem Lümmel. Oh, was liegt denn da rum? Wer ist ein Erz? Eva. Du bist nicht zum Beten hergekommen, richtig? Nur die Hoffnungslosen erflehen göttlichen Beistand. Und dein Gesicht spricht eine andere Sprache als die der Hoffnungslosigkeit. Also, wie dicht dran bin ich mit meiner Einschätzung? Dein Gespür täuscht dich nicht. Dachte ich es mir doch. Weißt du, es hat einen Grund, warum ich das Gespräch mit dir suche. Die meisten meiner Brüder und Schwestern belächeln meine Wissbegier, weil ich mich mit einfachen Antworten nicht zufrieden gebe. Darum honorieren sie es nicht, wenn ich versuche, hinter die Kulissen zu blicken, sondern belegen mich mit Verboten. Deshalb dachte ich, dass du mir vielleicht aus der Patsche helfen kannst. Du bist ziemlich direkt. Ja, ein weiterer Grund, warum ich immer wieder in Schwierigkeiten gerate. Aber ich halte es lieber so, dass ich sage, was ich denke, als dass ich etwas unausgesprochen lasse. Darum würde ich es als persönlichen Gefallen ansehen, wenn du mir dein Ohr leihst. Schilder mir dein Problem. Hast du schon einmal vom Propheten Arvid gehört? Nein, sollte ich das? Oh ja, er ist der Begründer unseres Ordens, der Grund, warum wir existieren. Erzähl mir etwas über Arvid. Nun, ich weiß zwar mehr als die meisten hier, aber längst nicht alles. Ich fange am besten von vorne an. Geboren wurde er vor circa 200 Jahren und er war der Erste, der von Kalan erleuchtet wurde. Nach dem Meteoreinschlag hatte er die Bürde und das Privileg, die Menschheit in eine neue Zukunft zu führen. Doch nur ein Teil der Hoffnungslosen war bereit, sich unter seiner Führung zu sammeln. Was aus dem Rest geworden ist, sieht man am ehesten, wenn man nach Tavar blickt. Und weiter? Dass wir die Nachkommen derer sind, die treu an seiner Seite waren, hatte ich ja schon erwähnt. Er und ein paar Auserwählte lehrten den weniger Wissenden, die Technik zu verstehen und zu beherrschen. Und obwohl unsere Gemeinschaft klein war, konnten wir uns mit ihrer Hilfe vor der Niedertracht der gottlosen Menschen wehren. Wann ist er gestorben? Einige glauben, dass er noch heute unter uns weilt, obwohl das Unsinn ist. Schon zu Lebzeiten haben einige Ungebildete ihn in den Gottesstand heben wollen. Er hat dieses aber immer von sich gewiesen. Vielmehr ist es so, dass er seine Zeit hat kommen sehen. Den Überlieferungen nach hat ihn die Trauer über die Uneinsichtigkeit der Menschen von innen zerfressen. Und als er denen, die sein Wort hören wollten, alles gesagt hatte, ist er in das große Licht gegangen. Was genau das große Licht ist, darüber streiten sich noch heute die Gelehrten. Manche sagen, er ist in den Himmel zu Kalan aufgestiegen. Wieder andere, dass er zum Grunde des Kraters aufgebrochen ist. Aber jetzt habe ich mich in meiner Erzählung total verrannt. Worauf ich hinaus wollte, ist Folgendes. Ich möchte mehr über ihn wissen. Über sein Leben, sein Wirken, einfach alles. Aber lässt man mich die Schriften im Archiv studieren? Nein, rausgeworfen hat man mich. Konzentriere dich auf das Hier und Jetzt, raten sie mir. Dabei kann die Zukunft nur geformt werden, wenn man die richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit zieht. Ja, ich glaube auch, dass da ein bisschen die Kleriker allgemein inhalieren zu viel davon dem Zeug da. Du benötigst das eh nicht so mein Archiv. Das wäre schön, Fraktion. Aber nein. Mir wurde ein anderer Aufgabenbereich übertragen. Alles, was ich will, ist ein Exemplar von Arvids Lehren. Es müsste in gedruckter Form vorhanden sein, nur eben nicht für die Allgemeinheit zugänglich.
Wenn ich das hätte, könnte ich meine Wissenslücken schließen. Nur dazu müsstest du es schaffen, dich ins Archiv zu mogeln. Wer sagt, dass ich dir helfen will? Niemand. Ich weiß auch, dass die Aufgabe sicher nichts für die Geschichtsbücher ist. Dennoch bitte ich dich darum. Was ich dir auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchte, ist Folgendes. Ich bin mir sicher, ich kann aus den Aufzeichnungen Dinge entnehmen, die der gesamten Menschheit etwas nützen werden. Schließlich wäre es arrogant anzunehmen, dass alle Geheimnisse schon entschlüsselt wurden. Gibt es irgendetwas, das ich über das Archiv wissen muss? Unsere Archivare versuchen dort allerlei Informationen aus den Stücken zu ziehen, die wir außerhalb des Hortes bergen konnten. Die Arbeit ist sehr zeitintensiv und wer nicht gerade ein Interesse an der Wissenschaft hat, braucht sich auch gar nicht auf ein Gespräch mit ihnen einzulassen. Sie mögen es gar nicht, wenn man sie in ihrer Arbeit stört. Wenn du dich also unbefugt im Archiv aufhältst, werden sie dich hinausschmeißen lassen. Kann aus Elix... Ja, das wäre geil, oder? Hätte man wenigstens was für einen Kaffee, Sugar. Ja, cool. Warum liegt das von dir gesuchte Buch nicht öffentlich aus? Weil wir Kalan im Gefecht und nicht in der Bücherstube dienen sollen. Nur ein privilegierter Teil von uns darf sich überhaupt intensiv mit seinen Lehren beschäftigen. Vielleicht fehlt uns ja wirklich die nötige Weitsicht, seine göttliche Botschaft zu verstehen. Aber das möchte ich für mich selbst erkennen, anstatt es ständig vorgekaut zu bekommen. Wow, Queenie. Gib uns auch Milch. Wir wollen auch. Ah, je. Sag mal, das sind doch die... Ich muss gerade mal gucken. Das sind doch die... Ja, die Nelana. Die Nelana-Küken. Ich wusste doch, irgendwoher kenne ich die. Die sind voll süß. Ich hole dir das Buch aus dem Archiv. Danke. Ich kann es kaum erwarten, Seite für Seite zu verschlingen. Irgendwelche Vorschläge, wie ich ins Archiv kommen kann? So wie ich das sehe, gibt es drei Möglichkeiten. Du könntest beobachten, wann Karl, die Archivwache, seinen Posten verlässt. Das kann natürlich ein paar Stunden Zeit kosten. Und ich selber habe noch nie mitbekommen, dass er seinen Posten verlassen hat. Vielleicht erfährst du es ja. Irgendwann muss er sich ja mal vom Fleck bewegen. Weiterhin könntest du erwägen, die Sicherheitskonsole zu manipulieren und deinen Namen auf die Zutrittsliste zu setzen. Die einfachste und naheliegendste Lösung ist, dass man zumindest den Rang eines Akolyten der Kleriker bekleidet. Das glaube ich auch, Queenie. Ein bisschen problematisch wird das schon, ne? Könnten falscher werden, das heißt, wir würden weniger kriegen und mehr rauskriegen aus dem Handel. Die Händler geben einen Rabatt. Kampftheorie, da bräuchte ich mehr Intelligenz. Aber die den Weg in meine Emotes gefunden haben, das weiß ich nicht. Vielleicht warst du mal bei ihr und das ist als Geschenk. Was bist du auch für so ein Geschenksub? Giftsubs oder so. Wenn du die jetzt selber nicht abonniert hast, musst du mal unter deinen Abos gucken bei geschenkten Subs. Du wirst es sehen, da sind die bestimmt drin. Warst du vielleicht mal im Kanal? Hast mal geguckt ein bisschen, weil die ist ja ganz lieb eigentlich. Ja, ich guck die auch immer ganz gerne. So, bevor mir das. Und da ein alter Freund immer gern mitspielt oder ein alter Streamer-Kollege, der Major Spanker, bin ich da irgendwie so durch Zufall drauf aufmerksam geworden. Der gute Major Spanker. Das fühlt ja leider nicht mehr. Von den Versuchungen des Elex. Ja, sowas gibt's natürlich auch, ne? Hat man da mal reingeguckt und dann... Oh. Nee, ist nicht meins. Oh, hoppla, ich hab ja Abos. Ich hab ja Emos. Passiert. So. Mana-Tränke kaufen. Vier alte Münzen. Hab sowas nicht. Ach, dafür brauche ich die alten Münzen. Ist ja wieder raus. Ach, die hätte ich mal aufheben sollen, die Dussel. Stimmt. Ich hab die immer verkauft. Oh nein, Krimi.
Ja, das passiert halt, ne? Das heißt, jetzt müssen wir den einfach killen, ne? Dann hauen wir den einfach mal um. Der steht ja eh noch da und pinkelt, von daher, der kriegt das gar nicht mit. Kurz speichern. Hauptschuss. Verdammt, den machen wir platt. Da. Tut mir leid, bist leider tot. Schönen Tag noch. Nur wer einen reinen Körper hat, kann erhoffen, von Kalan gerettet zu werden. Eli ist tot. Das ist die beste Nachricht, die ich in letzter Zeit gehört habe. Hier, nimm das. Wenn dir einer der Suggesturen einen Strick daraus drehen will, dass du deine Finger mit im Spiel hattest, sollte ihn das beruhigen. Kann sein, dass es nicht reicht, aber mehr kann ich nicht für dich tun. Jojo, ist schon okay. Kannst überleben. So, Glaubensfrage. Next one. Jetzt müssen wir irgendwie da uns reinmogeln. Ins Archiv. Gucken wir mal. Bleib ruhig, Brauner. Ruhig bleiben. Ich hab nichts gemacht. Ich weiß schon, allein von der ganzen Techniküberschuss bin ich nicht so gern bei den Klerikern. Also werden überhaupt nicht meine Fraktionen. Er ist der Erlöser. Ja, ja. Ne. Lass Meister. Dir gar nicht einfallen, dich an unseren Sachen zu vergreifen. Wenn ich jemanden beim Klauen erwische, schicke ich ihn ohne Umwege zu den Suggestoren. Unterstellst du jedem, dass er dich beklauen will? Ich habe meine Gründe. Seit die Alps immer näher gekommen sind, versucht jeder an bessere Schutzkleidung zu kommen. Aber das wäre ja noch schöner, wenn jeder Akolyt die Rüstung eines Regenten tragen würde. Zumal meine Vorräte begrenzt sind. Nur wer sich den Rang erarbeitet hat, hat besseren Schutz verdient. Basta! Und du, Freundchen, kriegst generell nichts von mir. Du bist kein Kleriker und wirst auch nie einer werden. Damit hast du dir jedes Anrecht verwirkt. Wenn ich dir jetzt einfach eine auf deine Nase klopfe und dich umhaue, dann kriege ich die Rüstung trotzdem. Also erzähl nicht so einen Quatsch. Ein blindes Gefolge und ein falscher Götze. Und dennoch schaffen sie es, solche Prunkbauten zu errichten. Ich bitte. So, das sollte reichen. So. Dass ich Handwerk auf 9 habe oder so, ich weiß gar nicht. Was, wie viel habe ich denn auf Handwerk? Ja, Handwerk habe ich auf 9. Von daher, kein Problem. Gott sei Dank. So. Das heißt, ich komme ja auch so ins Archiv. Wie ich finde. Ja, hier bin ich falsch. Irgendwo unten sein. Müssen wir erstmal gucken. Hinten steht der Heinz Egon. Bestimmt der King von Ringelding hier. Naja, Reinhold, das ist der Chief von den Klerikers. King Ringelding. So, wo ist es jetzt? Hä? Schon da jetzt hin? Ich komm nicht ins Archiv.
Das ist auf jeden Fall. Jetzt bin ich auf der richtigen Etage. Okay. Komm. Echtes Orientierungsproblem hier. Na, ich muss doch oben durch. Was ist euch los? Hier nochmal gucken. Schon was übersehen. Muss auf jeden Fall runter, nicht hoch. Na ja, gut, wir gehen jetzt einfach mal hoch. Es geht ja nur hoch. Und einmal da durch. Geht's ja hier wieder runter. Wer weiß. Darf ich hier rein, ohne dass es Ärger gibt? Ist zu. Und er guckt schon so komisch. Ich gehe ja schon. Ja, 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 ist ja ruhig. Wir bleiben so locker. Ulbricht. Weil das ist der andere. Da ich nicht zu den Klerikern gehöre, ist das Schnutzpiep egal. Hier geht's irgendwo. Okay. Komm ich denn ins Archiv? Du musst was sehen. Oder ich muss vielleicht doch. Oh wow, ist ja auch noch ein Durchgang. Muss ich hier lang? Ach wow, Krimi. Halt. Im Namen unseres Gottes, der Obrigkeit. Da, wo ich den PC selbst gemacht habe. Und glaub ja nicht, du könntest einem Krüppel etwas vormachen. Ich merke, wenn du mir die Unwahrheit sagst. Eieieiei. Krüppel? Du siehst doch ganz gesund aus. Na gut, Krüppel ist vielleicht etwas übertrieben. Trotzdem bekleide ich diesen Posten, weil ich mich von meinem letzten Fronteinsatz auskurieren muss. Ganz über den Berg bin ich dennoch nicht. Meine Gelenke schmerzen nach wie vor und ich schaffe es nicht, meine Muskeln übermäßig zu strapazieren. Aber du bist weder mein Arzt noch meine Amme. Also, was willst du? Nichts weiter. Ich war im Begriff zu gehen. Dann lass dich nicht aufhalten. Kalan segne deinen Pfad. Eine Sache noch zum Archiv. Hier soll ein Exemplar von Avids Lehren ausliegen. Richtig. Und so soll es auch bleiben. Was steht in dem Buch? Seine Weissagungen und Lebensgrundsätze, an denen wir uns orientieren. Der Großteil ist jedoch recht verschlüsselt geschrieben und für den einfachen Geist schwer verständlich. Gib mir einfach einen kurzen Abriss. Das kann ich nicht. Auch wenn mir einmal die Ehre zuteil wurde, Seite um Seite zu lesen, blieb mir der Inhalt verschlossen. Wie ich schon sagte, nur wenige sind dazu berufen, seine Worte im Ansatz zu verstehen. Kann ich einen Blick auf das Buch werfen? Du? Nein. Warum nicht? Weil nur Auserwählte mit dem Studium seiner Schrift beauftragt werden. Du wurdest aber nicht auserwählt und wirst es auch nicht. Vergiss das also ganz schnell wieder. Mehr wollte ich nicht wissen. Gut. Woran forscht ihr zurzeit? An allem, das uns unserem Ziel näher bringt. Und das bedeutet konkret? Kalans Prüfungen zu bestehen. Kalan wird nur jene aufnehmen, die rein sind. Körperliche Reinheit und geistige Reinheit zu erlangen, ist allerdings ein langwieriger Prozess. Deshalb studieren wir unter anderem die Anatomie unserer Feinde, auf dass wir sie effizienter bekämpfen können. Ein Feind, der sich dir nicht nähern kann, kann dich auch nicht verunreinigen. Geistige Reinheit erlangst du, indem du dich auf den Kern, der jeden von uns menschlich macht, konzentrierst. Weder die Berserker noch die Outlaws werden jemals dazu in der Lage sein. Sie leben für den Moment. Wir leben für die Zukunft. Ja. Erforscht ihr auch Relikte aus der alten Welt? Natürlich. Das ist auch zwingend notwendig. Wenn wir die Fehler unserer Vorfahren wiederholen, könnte dies zu einer weiteren Katastrophe führen. Das ist einer der Gründe, warum nur willensstarke Personen mit ihrer Erforschung beauftragt werden. Wer kann schon wissen, welche Seuchen diese Artefakte in sich tragen? Woher bekommt ihr das Forschungsmaterial? Außerhalb des Horts gibt es genügend Örtlichkeiten, die unser Interesse wecken.
Meistens ist es jedoch nicht ganz ungefährlich, sich diesen zu nähern. Zunächst muss das entsprechende Gebiet befriedet werden. Sobald das getan ist, beginnen wir mit der Bergung der wertvollen Stücke und verlagern sie hierher. Braucht ihr noch Unterstützung? Nein. Für diese Aufgabe haben wir Spezialisten. Du bist woanders besser aufgehoben. Moin Alex, mein Lieber. Der lässt mich da nicht rein, ne? Pass auf, was du hier anstellst. Ich mach doch gar nichts. Ja, noch wach oder schon wieder? Alex. Ich mich da erst bewegen, dass der was macht? Steht er jetzt echt da rum und wartet drauf, dass ich da... Lass mich mal. Halt. Huh? Im Namen unseres Gottes, der Obrigkeit und meiner selbst, was ist dein Begehr? Wie oft willst du den Spruch noch wiederholen? Bis du begriffen hast, dass Unbefugte hier keinen Zutritt haben, bist du befugt oder was hast du hier zu suchen? Mach den Weg frei. Und warum sollte ich dir diesen Gefallen tun? Das Archiv und unsere Forschung sind nicht sonst? Für jedermann bestimmt. Naja. Weil ich die Zugangsberechtigung besitze. Das lässt sich überprüfen. Einen Moment. Tatsache, deine Aussagen stimmen, obwohl ich mich nicht entsinnen kann, deinen Namen bei der letzten Kontrolle gesehen zu haben. Unter diesen Umständen hast du natürlich das Recht erworben, passieren zu dürfen. Ich bitte dich aber, die Archivare nicht in ihrer Arbeit zu stören. Schweigen ist eine Tugend, die von ihnen gewürdigt wird. Ja, wollte ich doch gerade sagen, ne? Ja, jetzt lass mich in Ruhe, du komischer Fuddler mit deinem Elix-Geschnupper. Mensch, ich mag die Kleriker nicht. Ich weiß warum. Das ist einfach nicht mein Volk. Meine Intention. Was ist denn jetzt das Zeug hier? Muss ich hier durch die ganze Geschichte durch? Komm ich nicht durch, oder was? Ja, das Fenster. Was haben sie hier gemacht? Lecker, zum Frühstück. So. Archivar. So, jetzt holen wir das. Büchle oder was die da will. Von Upshausen. Aber was lehren. Gibt mir einer zu? Nö. Naja. Die größten, heiligsten Lehren und total unbewacht da unten, weißt du? Gemoin. Einfach mal gemobbt. Ja, klar. Das größte Heiligtum der Kleriker. Mach ich auch immer so. Ja. Problem. Keiner gesehen. Keiner mitbekommen. Also die Sicherheitsvorkehrungen sollten wir nochmal überprüfen bei denen. Ich glaube, die sind nicht so doll. Könnte besser sein, ne? So leset die Schriften des Propheten Arvid, auf dass ihr erleuchtet werdet. So. Ich habe, was du wolltest. Unglaublich. Jetzt kann ich endlich das Wort des Propheten ungefiltert erfahren. Du hast wirklich etwas gut bei mir. Waren stets bemüht, das Heiligste zu bewachen. Genau, das steht dann im Zeugnis. Wenn das so ist, zahl mich aus. Ich kann, was du für mich getan hast, nicht in Splittern aufwiegen. Dieses Werk ist unbezahlbar. Versuch es einfach. Naja,
Viel habe ich nicht bei mir. Meine Nahrung ist mein Glaube und die meisten Splitter habe ich gespendet. Ich hoffe, du bist hiermit zufrieden. Ach ja, sollte ich irgendetwas Interessantes in den Schriften entdecken, lasse ich es dich wissen. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Ah ja. Bring mir etwas bei. Gut. Ich. Da brauchen wir noch ein bisschen Intelligenz. Das ganze Ding, die heiligsten Schriften der Schriften, 56 später. Ja, moin. Da läuft. Ausbau, Tavar. Da muss ich noch ein bisschen was tun. Können mal gucken. Aber da weiß ich halt nicht, wo ich hin soll. So ein bisschen. Vielleicht muss ich mit Ray reden. Um noch 5 Steckbriefe zu holen für ihn. 5. Wie sieht's aus? Hast du heute frei oder musst du arbeiten, Alex? Wie sieht's mit dem Rest aus? Ich denke mal, Queenie hat ja ihren Wecker gestellt. Ich denke mal, die wird arbeiten gehen, oder? Sugar? Keine Ahnung. Zieh. Mach jetzt erstmal den da weg. Alles klar, Queenie. Schön, dass du reingeschaut hast. Bis demnächst wieder. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Okay. Frühstück nehme ich übrigens auch. Ne? Zum Milch im Kaffee. Die Sache wird immer heißer. Bin mal gespannt, ob wir am Ende noch stehen. Geh noch nicht arbeiten, alleinerziehen uns. So. Ich mache 8. Vorlesung, danach muss ich noch lernen. Mitkommen. Lernen. Natürlich. Alles noch dran? Auf jeden Fall. Ey, verehrt mich. Gräuel. Da, Schakale, wer hat gerufen? Ich hasse diese Biester. Ich wollte nur wissen, ob du gleich auch arbeiten gehen musst. Aber ich glaube... Also, naja. Nicht, dass ich nachher hier alleine sitze. Natürlich. Geht ja nicht. Nein. Mit Spaß. Handgranate. Nein! Entschuldigung. Gar keinen Fall. Kommst du auf sowas, Herr Grimdorn? Wo haben sie denn jetzt das reine Elex hin? Hast du keins, Doktor? Und Schnaps. Am Schnaps muss ich doch echt viel holen, ne? Aber nicht so viel. Das ist teuer. Ne, warte mal. Nein. 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 Hier, Handel zurücksetzen. Nur einkaufen, achso. Nur einkaufen, das ist okay. Wurstfleisch, wir brauchen Brot. Pizzabrot kann weg. Energiespeicher. Energiespeicher, Mana-Trank, braucht kein Mensch. Elex-Trank, lassen wir. Leder. Ja, wie gesagt, Wäsche sitzt seit einem Jahr kein Zuhause. Oh. Ja gut, da werde ich wahrscheinlich auch irgendwann dran kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das hier alles geht. Mal gucken. Oh, da mache ich mir jetzt auch keinen Stress. Manchmal. Die Gesundheit geht halt vor. Ah ja. Chili Willi. Lass mal. So. Habe ich jetzt fast kein Geld ausgegeben und habe gleich wieder 5 Tränke gegeben. Ja, cool.
Ja, wollen noch ein bisschen mehr reines Elex, sehe ich gerade. Noch nicht 5 Tränke. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Drinks, sehr schön. Möchte ich noch einmal Elex, dann könnte ich aus den kleinen Elex-Tränken auch noch mal so einen Trank machen. Hol ich noch ein einzelnes. Sonst habe ich gleich wieder kein Geld mehr. Bin ich so gut. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Schon sehr teuer. Nummer 6 Tränke. Schon mal gut. Wusterchemie lohnt sich. Lohnt sich. Sehr schön. Einmal. So, jetzt haben wir 24 Attribute. Scheiße. Das ist natürlich ordentlich. Und, überlegen mal, was im Nahkampfwaffen zu skillen. Kampf habe ich halt fast gar nichts drin. Außer Fernkampf halt. Das habe ich jetzt schon auf 2. Aber ich habe eh nur einen Lernpunkt, von daher ist es wurscht. Haben wir die Strahlungsresistenz. Schlossexperte. Schick und Intelligenz. Also irgendwie brauchst du irgendwie. Klauen brauche ich Gerissenheit. Hacken könnten wir nochmal lernen. Hackenprofi auch. Intelligenz. Kunsti. Vielleicht mal ein bisschen mehr in Leben knallen. Rüstung. Kunsti. Die habe ich echt wenig, ne? Bisschen mehr Leben haben hier. Ja, gar nicht. Sieht man da eigentlich die Werte? Außer, dass ich jetzt konstant lebe, so Lebenspunkte oder so, sieht man, glaube ich, nicht. Ne. Okay. Mehr Ausdauer. Was braucht es denn für einen Lehrer wieder? Überlebenslehrer. Gehen wir doch mal schnell gucken. Dann geht's auch schon weiter. Da hinten der Mad Bob. Zum Beispiel einer. Okay. Rüber da. Habe ich eigentlich Gefährte geskillt jetzt? Das habe ich jetzt gar nicht geguckt, ich dödel. Moment. Gruppe 1 von 2. Okay, habe ich. Das heißt, die Gefährten sind jetzt auch stärker. Handwerks, Kampftheorie. Da bräuchte ich mehr Intelligenz. Die Theorie bräuchte ich mehr Intelligenz. Okay, nächsten Tränke muss eine Intelligenz sein. Elcher könnten wir auch lernen. Zu viel lernen, ne? Das ist furchtbar. Gehen wir jetzt erstmal aufs Dauer.
wenn ich im Nahkampf rein muss. Dann passt das. Also Nahkampfangriff. War das jetzt Überlebenslehre dann? Ey, das war Kampflehrer. Toll. Der Ausdauerkram war links, ne? Ja gut, dann bleibt es jetzt erstmal bei der Ausdauer. Egal. Man müsste auf jeden Fall noch ein paar Level machen hier, glaube ich. Zack. Bring mir etwas bei. Wird gemacht. Erhöht die Währung, die du aus Nahrung gewinnst. Um erstmal Ausdauer. Zack. So. Okay. Jetzt müssen wir auf jeden Fall noch ihr Level machen, dass ich auf den Max-Rang steigen kann hier bei den Outlaws. Das heißt, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Steckbriefe, er redet nicht mit mir. Er sagt mir nicht, wo die anderen sind. Das ist mir natürlich ein bisschen schwierig. Hm. Er weiß es halt einfach nicht. Kopfgeldjägern finden. Hm. Warte mal, irgendwo ist hier ein Anhaltspunkt. Was ist das denn? Wild. Okay, warte mal. Mal einen, der vielleicht noch was dazu zu sagen hat. Du stehst natürlich rein zufällig hier. Das ist ein freies Land. Erzähl keinen Mist. Du wartest hier auf jemanden, der die Kohle für Rays Steckbrief einstreichen will. Pass auf, Mann. Selbst wenn du recht hättest, wäre ich nur ein Laufbursche. Mit einem Haufen Splitter in der Tasche. Du hast keinen blassen Schimmer, mit wem du dich da anlegst. Du machst dich besser vom Acker. Hm. Wirklich hilfreich ist es nicht. Schönen Tag. Hm. Okay, dann machen wir erstmal Hauptmission weiter. Durchaus die Maus. Das ist einfach. Ach, warte mal, mir fällt gerade was ein bei den Gefährten. Wollte ich doch noch den, hier der da machen. Der da. Der da. Die, für den Druiden. Den ich da hab. Genau. Gehen wir mal kurz hier hin. Wow. Kaufe ich mir.
Wollten die mich jetzt echt dann hier? Sowas aber auch. Zack. Zack. Nix ist. Nix ist. Wird auf jeden Fall irgendwas Rotes angezeigt. Was Monströses. Siehst du nur noch nicht? War 2. Wo sind sie? Da. Kraftlose Raptoren. Zack. Ja, man merkt, hier bin ich schon ein bisschen overlevelt anscheinend. Aber das ist okay. Mach ich mit Leben. So, wie komme ich denn da jetzt am dümmsten hin? Geschehen muss. Platz wieder. Bin schon da. Tyrannus, guten Morgen, Hallöchen. Wunderschön. Denk mal, dass ich da von da entweder, ja, von da unten irgendwie ran muss, ne? Hier ist irgendwie alles voller Gebirge. Wir gucken mal eben außen rum. Auch schon wach. Och, auf der. Nee, hier komme ich irgendwie nicht rum. Wir könnten höchstens. Ich laufe jetzt mal links rum lieber. Jetzt laufe ich 3 Kilometer außen rum und bin dann nachher doch wieder da unten. Naja. Wir müssen da irgendwie in die Richtung kommen. Oh, hier vielleicht. Through the building. Weiß sogar mal. Aber ob wir da oben dann rauskommen, ist die andere Geschichte. Hier geht's nicht weiter. Außer vielleicht hier. Zum Aufzug. Fährt er nach oben? Oh, Tatsache. Ist gut. Das ist gut. Hier sollte mal jemand aufräumen. Muss man noch irgendwie hoch? Weiter nach oben. Hey, geht's tatsächlich noch hoch? Sehr schön. Ist doch ganz der
Anfang hier, ne? Da waren wir ganz am Anfang mal. Was? Schicken die uns wieder hin? Nice. Da ist er. Mal sehen, ob das noch zu gebrauchen ist. Was? Okay, dann kann ich dem das ja bringen. Dann haben wir das ja schon mit dem Waffensystem. Lager in der Mitte. Go. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Geht klar. Will ich den auf jeden Fall gleich mal ausprobieren hier. Reparieren wir dein Waffensystem. Danach solltest du wieder der Alte sein. So, das sollte es gewesen sein. Analyse. Waffensystem betriebsbereit. Sehr schön. Na, dann hoffe ich, dass du mir noch eine Zeit erhalten bleibst. Mitkommen. So. Okay. Hier vorne. Zack, hier rüber. Das ist meine neue Unterkunft. Unter mir? Moment. Jetzt bin ich irgendwie vorbeigerannt. Hier irgendwo. Okay, wo habt ihr den Eingang hingemeißelt? Wieder versteckt oder wie? Ah. Home sweet home. Oh, geil. Ist gemütlich hier. Mächtiger Heiltrank erhalten. Okay. Exit. Der Roboter ist auch voll praktisch. Der hat auch gleich noch eine Laterne dabei. Ist cool, der gefällt mir. Der gefällt mir. Schön. So. Ja, da ist irgendwie kaum ein Teleporter in der Nähe, aber das macht nichts. Da gucken wir mal, dass wir da irgendwie hinkommen, ohne dass wir erfrieren. Ich habe nichts irgendwie gegen... Oh, holla. Nichts gegen Kälte. Hitze, Strahlung, Gift, alles habe ich, aber nichts gegen Kälte. Noch nicht mal ein Schal. Risiko erkannt. Empfehle sofortiges Entfernen. Wir sind doch gleich aus der Kälte raus, Jung. Ist gut. Bleib locker.
So langsam ist es richtig. Naja. Es wird angenehmer auf jeden Fall. Durch den verstärkten Bogen, Tigerbogen, schon wesentlich angenehmer und einfacher. Gefährten hochgepowert. Kill die trotzdem alle, weil die bringen alle schön den Skill. Die Trophäenjagd auch noch ausbauen. Definitiv. Definitiv. So, wo gehe ich da jetzt am besten rein, ne? Da oben? Erstmal hoch. Erstmal Richtung gen Norden. Mal gucken, dass wir da irgendwie rüberkommen. Cool, der stunt oder elektrifiziert sie immer. Das ist ja nice. Da gefällt mir jetzt schon der Gefährte. Mag ich. Alter Schwede. Und das Vieh rein. Also vom Schaden her, die Rüstung ist halt noch nicht so Bombe, ne? Oh wow. Viel zu, naja, es wird zu langsam einfacher. Das Problem ist halt einfach, dass ich echt noch eine richtig bescheidene Rüstung habe. Zack, tot. Aber ich glaube, ich habe gespeichert, ne? Hat diese... Hat doch schon echt noch einen guten Haken da, die Jungs. Würde ich sagen. Da sollte ich dann notfalls doch mal in den Nahkampf wechseln, wenn das nicht funktioniert. Sonst bin ich gleich wieder tot. Sehr gut. Dann eben so. Dann halt eben so. Geht's mal querfeld ein irgendwie? Ich habe das Gefühl, dass das hier bombisch kalt wird. Hier weht ein laues Lüftchen. Frage, wie komme ich da hoch? Dieses Exemplar.
Ja. Könnten natürlich einfach... Ding. Eine Idee. Mal immer das Ding aufladen lassen. Und hoffen, dass es hier nicht zu kalt wird. Dass es hier Frostschaden gibt. Ist wieder nicht so gut. Hier sieht schon ziemlich frisch aus. Mal hier schön, haben wir irgendwas zum Abbauen? Nix. Schade. Ich glaube, hier bin ich gar nicht so verkehrt. Wäre bestimmt auch ein originellerer Weg gegangen, aber naja. Sind wir auf jeden Fall schon mal richtig. Was soll ich denn hier machen? Hohe Wahrscheinlichkeit für einen Hinterhalt. Empfehle, ich muss mit ihm sprechen. Er scheint meine Eintrittskarte in den längsten Winkel des Einzellandes zu sein. Gelbwurstfieber, moin. Hallöchen. Ah, da könnte mir vielleicht was wegen der Kälte helfen. Das wäre cool. Auch große Männer fallen, wenn ihnen die Macht des Elex genommen wird. Karl Zadom, einst geistiger Führer und oberster Berater des ersten Elexitors. Dich hier lebend zu finden, überrascht selbst mich. Es heißt, du seist in deinem Exil dem Entzug erlegen, alter Mann. Ja, Jax, es war ein harter Weg. Dem labenden Strom des reinen Elex entrissen, habe ich viele Wochen im Fieber und dem Taumel der Zweifel verbracht. Doch am Ende gelang es mir, einen Weg zu finden, damit zu leben. Wie ich sehe, hast du deinen Gang durch die Irrwege der Emotionen noch vor dir, Commander. Deine Erscheinung verrät mir, dass es dir nicht gut geht. Was ist geschehen? Nichts, was ich nicht wieder unter Kontrolle bekommen könnte. Ich sehe keinen Grund, warum ich mich dir anvertrauen sollte. Wir beide sind jetzt Abtrünnige. Verstoßen und verfolgt vom eigenen Volk. Damit sind wir uns näher als jeder andere unseres Volkes. Findest du nicht? Mein Gleiter wurde vor der Vollendung meines Auftrags für die Direktive abgeschossen. Elexitor Kallax ließ mich daraufhin exekutieren. Aber ich bin noch da und ich werde nicht mehr straucheln. Ich will in den Eispalast. Ich will meine alte Stärke wieder zurück. Dann ist deine Lage noch ernster. Als ich es vermutet hätte. Wie kann ich dir helfen? Ich brauche Waffen und einen Weg, meine Kampfkraft zu verbessern. Der Entzug hat uns beide geschwächt. Alles, was ich dir anbieten kann, ist mein Wissen. Hilf mir, in den Eispalast zu kommen. Du weißt genau, dass ein nicht autorisiertes Eindringen unmöglich ist. Ohne die richtigen Zugangscodes kommst du nicht einmal über den ersten Verteidigungswall. Die Maschinen in Xarkor vernichten alles, was sich auch nur in die Nähe des Eispalastes ohne Autorisierung verirrt.
Dann muss ich mir eben diese Codes verschaffen. Jeder Alp, der uns Abtrünnige lokalisiert, eröffnet sofort das Feuer. Wie willst du, ohne gegen unsere eigenen Leute kämpfen zu müssen, an die Zugangscodes kommen? Ich muss halt einen anderen Weg finden. Es wäre in jedem Falle ein wohlwollenderer Weg. Trotzdem bleibt, dass man sie aus ihrer schwer bewachten Festung und Sicherheit herauslocken müsste, um erfolgreich zu sein. Alpsoldaten, die sich in die Länder der freien Menschen vorwagen, tragen selten die Codes der inneren Bereiche des Eispalastes bei sich. Und das aus guten Gründen. Unautorisierte wie wir haben es damit noch schwerer, in den Eispalast zu kommen. Aber das weißt du ja besser als ich, Commander. Was soll sie also veranlassen, das zu ändern? Die Direktive, der große Plan und oberstes Ziel aller Alps. Das Elex muss weiter gefördert werden. Erst wenn sie die Einhaltung der Direktive gefährdet sehen, würden sie ihre Festung in großer Zahl verlassen, um die Elex-Förderung wieder in Gang zu bringen. Der einzige Weg, den Elex-Strom in den Eispalast von Xakor zu stoppen, ist es, die Konverter zu zerstören oder zumindest sie abzuschalten. Jetzt verstehst du, was ich meine. Die Konverter sind ebenfalls schwer bewacht. Das sollten sie zumindest. Aber der Einfluss der Alps ist nicht mehr so stark wie noch vor ein paar Jahren. Viele von uns sind hier draußen in den Ländern der freien Menschen gefallen. Einige Konverter sind verwittert oder haben ihren Betrieb eingestellt wie der in Edan. Doch solange noch genug Elex den Eispalast erreicht, wird sich nichts ändern. Zwei haben wir ja schon abgestellt. Gucken, was wir da noch machen können. Deine Verbannung kam für uns Soldaten ziemlich unerwartet. Deine Kraft und dein Einfluss waren für uns andere bis zu dem Tag immer ein großes Leitbild. Im Grunde habe ich die Entscheidung dazu selbst getroffen. Tarek, der erste Elexitor, verfolgt mit den anderen Elexitoren eine Politik, der ich nicht mehr folgen kann. Tareks Logik ist brillant. Jedoch hat sie trotzdem einen entscheidenden Fehler, sodass er das große Ganze nicht mehr klar sehen kann. Und das wäre? Nein, nein. Dafür ist es noch zu früh. Es würde zu nichts führen. Ich bin in die Verbannung gegangen, um nicht wieder die alten Dinge diskutieren zu müssen. Als alter Eremit, wie die freien Menschen mich heute nennen, habe ich hier draußen meinen Platz gefunden. Auch du bist den Idealen der Direktive dein Leben lang gefolgt, aber glaub mir, wenn du nur lange genug hier draußen in der Wildnis verbringst, siehst du vieles mit anderen Augen. Du kooperierst mit den freien Menschen? Für die einen bin ich nur ein alter, ausgebrannter Mann. Ein Eremit, der seinen Lebensabend in den Bergen verbringt. Aber die meisten meiden meine Nähe. Sie verurteilen dich für deine Taten als Elexitor und haben Angst vor dir. Ja, wie ich schon sagte, der Anfang war schwer. Doch die Zeit hat mich vieles ertragen und auch vergessen lassen. Lass uns noch einmal über deine alte Stellung am Eispalast reden. Ich sagte dir doch bereits, dass ich das hinter mir gelassen habe. Unsinn. Du machst mir nichts vor. Deine Gedanken drehen sich um eine Machtübernahme im Eispalast. So? Und was macht dich glauben, dass dem so ist? Der Separatistenanführer Sestak ist der Überzeugung, dass du einen Krieg gegen den Hybriden planst. Und du glaubst ihm das? Ich vertraue ihm. Er gab mir keinen Grund, an seinen Worten zu zweifeln. Es ist offenkundig, dass du mächtiger bist, als du es vorgibst. Ich kenne dich. Du hast noch niemals einfach aufgegeben oder eine Schlacht verloren. Du redest von Elex-Entzug und schweren Zweifeln, die dich plagten, seitdem du hier draußen bist. Doch das passt weder zu deinem Erscheinungsbild, zu deiner Selbstsicherheit noch zu deinem Charakter. Also beenden wir dieses Theater und sprechen Klartext, Sadom. Du hast nie mit dem Konsum von reinen Elex aufgehört. Du hast irgendwo eine Elex-Quelle aufgetan und hast deine Kräfte nie verloren. Da spricht wieder der erfahrene Commander, der gnadenlose Stratege und Feldherr aus dir. Was tust du wirklich hier draußen? Gut, vielleicht habe ich ja tatsächlich Antworten für dich. Aber nur, wenn du die richtigen Fragen stellst, Commander.
Du willst also den Hybriden herausfordern. Das muss für dich klingen wie Größenwahn. Du hast mich rufen lassen. Es ist Zeit zu handeln. Der Feind hat große Fortschritte gemacht und steht kurz vor der Vollendung seiner Arbeit. Thorat hat sich von seinem Volk getrennt, um es nicht zu gefährden. Der Zeitpunkt ist günstig, ihn allein anzutreffen. Geh jetzt und erledige deinen Auftrag. Die Maschine hat dich immerhin jahrelang unter ihrer Kontrolle gehabt. War ihr letzter Auftrag für dich nicht sogar, Thorald zu stellen, den Pilger und höchsten Anführer der Berserker? Du willst einen Krieg gegen die Maschine führen, die alle unsere Werte festlegt, seit sie unsere Führung übernommen hat? Ja, aber weißt du auch, warum ich diesen Krieg führen will? Ich kann es nur vermuten. Die Hybridmaschine ist der Grund, dass die Elexitoren die Vormachtstellung im Eispalast erringen konnten. Der erste Elexitor Tarek erfüllt seitdem die Direktive streng nach den Befehlen des Hybriden. Du glaubst, dass wir Alps uns in die völlige Abhängigkeit der Maschine begeben haben, die uns in eine ungewisse Zukunft führt? Nein, sie ist eben nicht ungewiss. Sie endet mit dem Untergang unseres Volkes. Woher willst du das wissen? Die Direktive besagt, dass alles Elex dem Hybriden geliefert werden soll. Die Maschine soll die Vollendung der Evolution erreichen, um den Krieg um die Ressourcen dieser Welt ein für allemal zu beenden. Doch das hat seinen Preis. Alles Elex bedeutet auch alles Elex. Glaubt ihr denn alle noch, dass die Maschine irgendwann zufrieden sein wird? Wenn der Sättigungsgrad des Hybriden erreicht ist, wird sie zur Vollendung der Evolution und wir alle werden an seiner Seite die Welt regieren. So lautet das Endziel der Direktive. Nein, Jax. Der Hybrid wird auch vor uns Alps nicht Halt machen. Wenn wir die Länder der freien Menschen ausgebeutet haben, wird der Hybrid anfangen, sich auch noch das restliche Elex von uns zu holen. Der erste Elexitor Tarek ist zu verblendet von der Logik der Maschine und seiner Macht, um das zu erkennen. Wir werden alle sterben, wenn wir nicht endlich die Wahrheit erkennen. Wo ist deine Armee? Wie viele Soldaten folgen dir heute noch? Du warst immerhin jahrzehntelang ein sehr hohes Tier im Eispalast. Meine Soldaten sind in Xarkor geblieben und stehen heute im Dienste des ersten Elexitors Tarek. Doch ich habe eine Armee. Treue Kämpfer, die für mich in den Tod gehen, um meiner Sache zu dienen. Wo? Geduld. Du wirst sie noch früh genug zu sehen bekommen. Um eine Armee hier draußen aufzubauen, muss man sich der Ressourcen in den Ländern der freien Menschen bedienen. Da fällt mir etwas ein. Es gibt da ein Lager von Flüchtlingen am Berghang zwischen Edan, Abessa und Tavar. Die Menschen dort sind unabhängig und kämpfen für ihre eigene Sache. Wenn sie jemand mit der Erfahrung eines Feldherren führen würde, also jemand wie du, könnte aus ihnen eine schlagkräftige Unterstützung werden. Du kämpfst gegen unser eigenes Volk? Nein, nur gegen die Verblendeten, die nicht verstehen wollen, wie ernst die Situation geworden ist. Es gibt keinen anderen Weg. Ein ganzer Trupp Kampfmaschinen und Soldaten ist gerade auf dem Vormarsch ins Inland im Norden von Abessa. Sie müssen aufgehalten werden, sonst werden sich die Machtverhältnisse in Abessa zu unseren Ungunsten deutlich verschlechtern. Wie stark bist du wirklich? Wenn du annimmst, dass ich genug Elex besitze, um meine alte Stärke aufrechtzuerhalten, dann liegst du falsch. Ja, ich konsumiere reines Elex. Auch heute noch. Doch reicht es gerade, um nicht dem Entzug zu erliegen. Wirkliche magische Macht findest du hier draußen nur bei den Berserkern. Sind sie denn so stark wie die Alps? Unterschätze sie nicht. Einige von ihnen sind äußerst effektiv.
Nur einer der mächtigsten von ihnen auf unserer Seite würde ein gutes Gegengewicht zu den Elexitoren und Commandern der Alps darstellen. Ich hörte von einer Magierin in Abessa City. Möglicherweise eine gute Gelegenheit. Okay. Willst du tatsächlich den Elex-Strom zum Eispalast versiegen lassen? Nur so lassen sich die Soldaten aus dem Eispalast treiben. Der Konverter in Nordabessa ist eine strategisch wichtige Einnahmequelle für die Soldaten. Wenn dieser zum Erliegen kommen würde, wäre das schon ein großer Schritt. Das habe ich, glaube ich, schon gemacht. Reinder, guten Morgen. Hallöchen. Helfen dir die freien Menschen bei deinem Plan? Na? Nein. Eher das Gegenteil ist der Fall. Es brauen sich Mächte zusammen, die unserem Volk gefährlich werden könnten. Ich hörte von dem Bau einer Bombe, die so hohe Zerstörungskraft haben soll, dass sie ein ganzes Land vernichten kann. Der Duke von Tavar hat sich eigens dafür in seinem Fort ein Labor eingerichtet. Man müsste herausfinden, was dran ist an der Sache und das Problem lösen. Ja, da bin ich schon... mach das, Denatrix. Was ist, wenn die anderen Elexitoren von deinem Vorhaben erfahren? Jeder abtrünnige Alp wird früher oder später von den Elexitoren aufgespürt. Die Frage ist, ob wir so lange durchhalten, bis wir stark genug sind, uns gegen sie zur Wehr zu setzen. Du willst einen voll ausgebildeten Elexitor besiegen? Nein, nicht so, wie wir jetzt aufgestellt sind. Jetzt, wo du es erwähnst, seit ein paar Tagen stromert ein noch sehr junger Elexitor vor den Toren von Abessa City herum. Ich glaube, er hat deine Fährte gerochen. Woher willst du das wissen? Nun, du bist ja nicht gerade unauffällig durch Abessa gezogen. Ich denke, es wäre besser, ihn aus dem Verkehr zu ziehen, bevor er Alarm schlägt und seine mächtigeren Freunde herbeiruft. Vergiss nicht. Wenn die Elexitoren von deinen Aktivitäten hier draußen wissen, werden sie dir nachstellen. Jetzt kennst du meine Pläne. Doch was ist mit dir? Welchen Kampf führst du? Ich will den Mann, der mich in dieser Lage brachte. Ich will Kallax. Für deinen Bruder bist du nichts anderes mehr als ein Abtrünniger. Er hat dich exekutieren lassen. Glaubst du, dass er an einem Gespräch mit dir interessiert ist? Zocken bis irgendwann und dann. Ja, also nichts Besonderes geplant. Und selber? Keine wichtigen Pläne heute. Noch Wäsche waschen. Unwichtig. Ich werde ihm keine Wahl lassen. Dazu müsstest du erst einmal nahe genug an ihn herankommen, ohne von seinen Soldaten und Kampfmaschinen getötet zu werden. Ich werde einen Weg finden. Du weißt, ich kann dir helfen, Jax. Unterstütze meine Sache und ich sorge dafür, dass du Kallax bekommst. Klingt fast so, als hätte ich keine Wahl. Du weißt, ich bin deine beste Option. Ich rate dir, sie zu ergreifen. Du kriegst meine Unterstützung, bis ich habe, was ich will. Also dann geh und kümmere dich um die Dinge, die uns noch fehlen, um die Machtverhältnisse in Magallan zu unseren Gunsten zu verschieben. Und ich werde in Erfahrung bringen, wie wir Elexitor Kallax aus der Reserve locken. Dazu werde ich meine Kämpfer in einige entlegene Winkel von Xakor schicken müssen. Dabei schauen wir auch gleich, wie es um den Eispalast und seine Verteidigungsanlagen steht. Wir sehen uns wieder hier, wenn du alles erledigt hast. Zahnarzt müsste ich immer wieder. Das Lager der Mitte ist unter meiner Kontrolle. Ich wusste, dass es genau der richtige Stützpunkt für dich ist. Die freien Menschen sind stark, wenn man weiß, wie man sie anführt. Diese Fähigkeit ist dir offensichtlich gegeben. In Ordnung, aber ich habe den Eindruck, dass du noch mehr zu sagen hast. Der Konverter in Nordabessa hat seinen Betrieb eingestellt. Das ging jetzt schneller als erwartet. Ich rechne in einigen Tagen mit einer Reaktion aus dem Eispalast.
Du bist auf einem guten Weg, doch es gibt noch einiges vorzubereiten, bevor wir die nächsten Schritte einleiten können. Ich werde hier sein und auf dich warten. Analyse. Neues Objekt. Hinzufügen. Das kann ich gut gebrauchen. Überlebenswahrscheinlichkeit extrem niedrig. Ist jetzt überhaupt XP? Nicht wirklich, ne? Egal. Jetzt haben wir wieder ein paar neue Quests, würde ich sagen. Jesus. Ach du liebes Lieschen. Ja, da haben wir ein bisschen was zu tun. Wir müssen ja auch noch ein paar Level aufsteigen. Sonst kann ich keinen. Ich denke, vier Level brauche ich noch. Extremer Anstieg. Gefährlicher Energielevel gemessen. Sofortiger Rückzug empfohlen. Ich nehme an, du redest von der Kuppel da. Die wird schon halten. Empfehlung von Commander ignoriert. Setze Routine fort. Genau. Mach das. Hey Gregor. So, wir müssen diese Magierin suchen. Mal, das ist die Magierin hier vorne. Tü-tü-tü-tü-tü. Ja, gleich werde ich mir noch ein bisschen Frühstück machen. Wie gesagt, Wäsche anschmeißen mache ich auch noch. Während ich Brötchen zubereite. Immer so spätestens um 8 rum. Dann machen wir eine kurze Pause. Dass ich schnell alles anwerfen kann. Ein bisschen Frühstück reinzimmern. Dann go. Dann geht's weiter. Wäre schon cool. Wenn wir Elix noch vor Expedition Rom fertig bekommen. Vergiss es. Hey Junge, ist die Kehle trocken oder schmerzen die Füße in den Sonnen? Egal was es ist, ich habe was du brauchst. Ein guter Schluck kuriert alle Sorgen. Gamespeed, danke für den Follow. Herzlich willkommen in der Grümmelbande. Irgendwelche Neuigkeiten? Seit die Schotten hier dicht sind, kriege ich von draußen nur noch wenig mit. Aber die Zukunft der Kuppelstadt ist wohl eh das einzige Thema, das die Leute interessiert. Jahrelang ging ja alles gut. Aber jetzt brodelt es gewaltig. Ich will nicht sagen, dass es allein die Schuld der Kleriker ist. Denn die Outlaws sind auch keine Unschuldslämmer. Aber trotzdem sollte man sich nicht die Laune vermiesen lassen. Wie läuft das Geschäft? Jetzt? Wo fast jeder nur noch anschreiben lässt? Beschissen ist untertrieben. Aber solange ich noch Vorräte habe, gebe ich, was ich kann. Ich mache keinen Unterschied, woher jemand kommt, solange er sich an die Regeln hält. Aber sag mal, willst du nicht zufällig ein bisschen was für die Gemeinschaft tun? Ich würde es begrüßen, wenn du die Nahrung, die du findest, an mich verkaufst. Die meisten versuchen, aus deiner Situation Kapital zu schlagen, richtig? Aller Achtung! Du besitzt einen scharfen Verstand. Weißt du, ich habe ja nichts dagegen, wenn man etwas von denen nimmt, die zu viel haben. Aber wenn du diejenigen, die nichts haben, auch noch übers Ohr hauen willst, dann geht mir das gegen den Strich. Lass uns handeln. So, was hat denn der Schönes? Eine Kapuze. Kapuze? Elix-Trank, den haben wir schon, ne? Ja, okay. Mal irgendwas zum Verkaufen. Bring uns auf jeden Fall Milch mit. Sogar beim Einkaufen, ne? Vergessen. Dass wir wieder Kaffee mit Milch haben. Ja, cool. ...50 Zähne schon wieder geholt.
Elektroschrott. Leitungen. Zettel. Gar keinen Schrott eingesammelt? Ne, wir haben nur gequatscht, ne? Okay. Tschüss. Hier, noch ein kleines Geschenk für dich. Seltsame Schlüssel. Was soll ich damit? Die Antwort liegt im Untergrund. Wenn du dich auf die Suche begibst, wirst du früher oder später wissen, was ich meine. Dieses Geschenk ist eine Prüfung. Bestehst du sie, bekommst du Zutritt zu etwas, das im Verborgenen liegt. Warum machst du so ein Geheimnis daraus? Du wirst es verstehen, wenn du am Ziel bist. Okay. Die Penner können sich aus der Pissrinne bedienen, also spar dir die Arbeit. Was kümmert es dich überhaupt, wen ich bediene? Ich merke... Hey, was gibt's denn da zu glotzen? Dieser Bereich hier ist den Flüchtlingen vorbehalten. Hier gibt es nichts zu holen für euch, Plünderer. Verschwinde hier! Ich bin kein Plünderer. Na schön. Das erklärt aber trotzdem nicht, was du hier willst. Du scheinst eine sehr starke Magierin der Berserker zu sein. Naja. Ich bin immer noch nicht da, wo ich eigentlich hätte sein wollen. Auf meiner Pilgerreise habe ich schon viel gelernt. Jedoch stagniert meine Entwicklung, seit ich hier bin. Du bist noch in der Ausbildung? Nein, so würde ich das nicht bezeichnen. Von den Berserkern in Goliath kann ich nichts mehr lernen. Auch wenn sie das gerne anders sehen wollen. Meine Kraft ist, seit ich das erste Mal Magie wirkte, stetig angewachsen. Es hat irgendwie mit dem Mana und der Natur des Elex zu tun. Ich verstehe immer mehr die Zusammenhänge. Ich werde immer stärker. Es hört einfach nicht mehr auf. Es ist erschreckend. Bist du immer so aufbrausend? Was erwartest du, ein nettes Mädchen vom Lande? Ich bin in Goliath aufgewachsen. Wenn du schon einmal dort warst, dann weißt du, dass das Leben dort ziemlich hart sein kann. Moin, Akuto. Was macht jemand wie du in dieser trostlosen Gegend? Die Menschen hier brauchen meine Hilfe. Viele sind hier gestrandet und wissen nicht, wie sie den nächsten Tag überstehen sollen. Ist das nicht die Sache der Kleriker? Ha, wenn sie sich doch genauso um die Menschen hier kümmern würden, wie um ihre kleinen Kriegsspielchen, dann müssten die Leute hier auch nicht im Dreck leben. Wenn du so mächtig bist, warum ziehst du nicht in die Schlacht? Das ist ja das Problem. Ich kann meine Kräfte nicht kontrollieren. Manchmal sind sie übermächtig und fegen alles aus dem Weg. Leider auch nicht selten meine eigenen Leute. Aber die meiste Zeit bin ich genauso verwundbar wie jeder andere Krieger. Darum bin ich auf Pilgerreise, um diese Misere in den Griff zu bekommen. Jemanden wie dich könnte ich gut gebrauchen. Ha, möchte ich wetten. Glaub mir, Freundchen, mich zu zähmen haben schon ganz andere versucht. Ich könnte dir helfen. Ja, ja. Wenn ich dich so ansehe, dann hast du selbst genug Probleme. So ein ernster Blick passt nicht zu deiner restlichen Erscheinung. Irgendetwas stimmt doch nicht mit dir, Fremder. Na, was ist es? Bist du aus Stims? Oder hast du das große Mutantenflattern? Elixentzug. Mein früheres Leben sah ein wenig anders aus als heute. Ha! Ein ehemaliger Alpsoldat. Wusste ich's doch. Tja, Eisklotz. Da haben wir wohl einiges gemeinsam. Wie auch immer, besser du behältst deine Griffel bei dir. Ich merke sofort, wenn du was versuchst, klar? Wie sieht's jetzt aus? Mein Angebot steht immer noch. Und was genau hast du vor? Ich stecke mitten im Krieg gegen die Elixitoren und versuche dafür eine schlagkräftige Kampftruppe zusammenzustellen. Ach ja? Und du glaubst, ich beteilige mich an deinem kleinen Scharmützel? Als Gegenzug für deine Kampfkraft biete ich dir an, deine magische Entwicklung zu fördern. Du sagtest selbst, je länger du hier bleibst, umso unberechenbarer wirst du. Willst du die Menschen, die du zu schützen versuchst, durch deine eigene Hand in Gefahr bringen? Nein.
Aber warum sollte ich ausgerechnet dir folgen? Ich kenne Elex und die Magie. Ich kenne die Impulse, die dich im Schlaf verfolgen. Ich kenne die Albträume und den Drang der Vernichtung. Jeden Tag aufs Neue versuchst du. Okay, hör auf damit. Du hast mich überzeugt. Ich pack meine Sachen und warte draußen vor dem Haupttor. Ich rate dir aber, da aufzukreuzen. Sonst wird das ein kurzes Gastspiel, Freundchen. Gute Entscheidung. Ich werde da sein. Das möchte ich dir auch raten. Okay. Ich glaube, da muss ich ihn erstmal wegschicken, glaube ich. Ich brauche dich nicht mehr. Mitnehmen. Geh ins Lager. Er starrt mich schon eine ganze Weile an. Oder ich sag ihr dann halt einfach, sie muss vom Lager warten. Ja. Wäre dieselbe Option gewesen wahrscheinlich. Ja. So viel Video schon immer. Ja. So viel Erzählung. Aber Gott sei Dank erzählen die und ich muss nichts vorlesen. Vorlesen ist immer sehr anstrengend. So, Lady. Wo warst du so lange? Ich bin ja jetzt hier. Ach, na schön. Dann sag mir mal, was du jetzt vorhast und wo du dein Lager aufgeschlagen hast. Okay, ich versuch's kurz zu machen. Oh Mann, da hast du dir ja was vorgenommen. Keine Ahnung, ob ich dir dabei helfen kann, aber ich werd's versuchen. Da bin ich mir sicher. Du wirst allerdings ein Jetpack benutzen müssen, wenn wir uns unterwegs nicht verlieren wollen. Natürlich. Ich bin mir schon bewusst, worauf ich mich hier eingelassen habe. So, und jetzt reden wir mal über mein kleines Problem. Eine Sache würde mich interessieren. Ja? Warum bist du ausgerechnet ein Outlaw geworden? Es schien für mich der beste Weg zu sein, meine Kampfkraft zu stärken. Das ist doch nicht alles. Natürlich nicht, aber irgendeine Wahl musste ich treffen. Und jetzt werde ich meine Trümpfe ausspielen, die mich zum Eispalast führen werden. Ja, und ich hoffe zum Besten für uns alle. Ja, ne? Ich bin doch direkt rausgegangen und dann meckerst du schon rum. Mein Gott, ey. Du sagtest, du willst die Natur des Elex studieren. Wie soll das laufen? Fängt schon gut an. Ich kann die Präsenz des Elex spüren. Vor allem dort, wo es in großer Menge vorkommt. In der Nähe der Konverter. Richtig. Doch ist das meiste Elex dort schon raffiniert? Ich brauche Elex-Vorkommen, die noch nicht von den Alps erschlossen worden sind. Nur so komme ich an die natürliche Form des Elex. Sie ist noch unverfälscht und ich kann das Elex besser studieren. Kann das Vieh da mal weggehen? Das ist mir mitten in den Füßen, ey. Sieht ja furchtbar aus. Eine ziemlich eigenwillige Bezeichnung. Im Grunde hast du recht, es ist auch reines Elex. Doch das raffinierte Zeug, das die Alps aus den Konvertern gewinnen, hat eine ganz spezielle Signatur. Es ist absolut gleichgeschaltet und gehorcht nur noch den Gesetzen der Ordnung. Die umgekehrte Form, die wir Berserker aus dem Mana-Schrein gewinnen, ist ebenfalls extrem polarisiert. Auch ihre Signatur ist sehr klar. Ich habe mein ganzes Leben mit Mana um mich herum verbracht und kenne es sehr gut. Ich brauche aber die unangetastete Urform des Elex, so wie sie nur noch an wenigen Stellen frei in der Natur zu finden ist. Wie willst du diese größeren natürlichen Elex-Vorkommen finden? Als der Meteoreinschlag das Elex vor vielen Jahren auf Margalan verteilte, suchte es sich seinen Weg bis in die kleinsten Felsvorsprünge. Dabei hinterließ es ganz typische Spuren der Eruption. Ich habe schon viele dieser Spuren gefunden, doch meistens führten sie mich in die Nähe eines Konverters. Bis auf eine. Ich wette, wenn ich dieser Spur folge, finde ich am Ende eines dieser natürlichen Vorkommen. Wo ist diese Spur, von der du sprichst? Im Norden der Stadt von Abessa. Wenn du willst, kann ich sie dir zeigen. Wenn das so einfach ist, warum hat es denn nicht schon jemand anderes gefunden? Weil niemand das Elex spüren kann, so wie ich es tue. Darum. Zumindest glaubst du das. Komm doch mit, dann zeige ich dir, was ich meine. Okay, zeig mir deine Elex-Spur. Wie ich schon sagte, es ist nicht weit weg von der Stadt. Folge mir. Jupp, nicht du. Ich habe ja noch nie so die Piranha-Dinger gespielt, aber so von Piranha bald so richtig. Jede Minute fließt eine Unmenge an natürlichem Elex ins Meer. Es wird ausgewaschen aus dem Fels und der Erde. Es gibt Methoden, um es dennoch nicht zu verlieren. Ja, die Alps und ihre Maschinen.
Etwas Unnatürlicheres kann ich mir kaum vorstellen. Wie auch immer, um der Elex-Spur zu folgen, müssen wir darüber und den Mutantenbiestern folgen. Wir wissen, wo wir hin müssen, also werde ich dir dieses Mal folgen. Das Elex zieht unter Umständen eine ganze Menge Mutanten an, also sei vorsichtig. So, jetzt ist das erste Mal, dass ich intensiv überhaupt ein Piranha-Bite spiele. Find's cool. Bisher habe ich sie immer nur angezockt. Naja, sagen, gefällt mir. Also ich habe weder Gothic noch Ryzen noch sonst irgendwie richtig intensiv gezockt. Oder Elex. Immer nur so ein bisschen. Hoppalala. Oh! So ein bisschen. Es geht los. Oh, die schießt Feuerbälle, finde ich cool. Achtung. Ja, das kommt auch noch dran, Ryzen. Wenn ich es mal zum Laufen, also zumindest mal Teil 1 muss ich erstmal zum Laufen kriegen, gescheit. Da habe ich so meine Problemchen und dann wird das auch mal irgendwann durchgezockt, die Serie. Was? Ja. Ich bin nicht so der Zocker von den Classic und Geschichten gewesen. Her. Steh ich zu. Hier muss es sein. Ich kann das Elex in der Erde förmlich riechen. Und was passiert jetzt? Ich werde meditieren. Stell dich einfach darüber und warte, bis ich fertig bin, okay? Was? Die fängt jetzt an zu... Oh, wow. Ihr Ernst? Ja, auf jeden Fall. Jetzt zwar nicht direkt, aber jetzt kommen ja einige Releases raus wieder. Aber immer mal so in den Lücken kann man das mal mit einbauen. So, jetzt mal fertig. Ich denke, okay. Das war's. Gut. Es ist faszinierend. Ich hatte das Gefühl... Ja, es war fast so, als ob das Elex zu mir gesprochen hätte. Es war wie ein leises Flüstern. Und es war fast so, als würde es etwas von mir wollen. Das Elex spricht zu dir. Ich weiß, wie verrückt sich das anhört, aber dennoch ist es wahr. Bibichen. Das Mutantenaufkommen spricht jedenfalls dafür, dass du tatsächlich eine Elex-Ader gefunden hast. Aber der Rest... Hör zu, es ist mir egal, ob du mir glaubst, wenn du mir nur hilfst. Das heißt, du willst damit weitermachen? Unbedingt. Das war die Voraussetzung dafür, dass ich deiner Kampftruppe beitrete. Also stell keine Fragen, wenn du die Antworten nicht hören willst. Nehmen wir mal an, ich glaube dir. Was genau meinst du gehört zu haben? Ich bin mir nicht sicher, das Flüstern war sehr leise. Doch es scheint so, als hätte das Elex eine Art kollektives Bewusstsein. Wenn das wahr ist, dann müssten die Stimmen umso stärker sein, je mehr Elex da ist. Okay. Wie geht's jetzt weiter? Ich werde meine Sinne schärfen und versuchen, ein noch größeres Elex-Vorkommen aufzuspüren. Doch zuerst will ich noch einmal zurück in meine Heimat. Ich muss nach Edan und mir eines unserer Weltenherzen ansehen. Südlich der Observierungsstation in der Mitte von Edan steht ein vielversprechendes Exemplar. Ich will wissen, ob ich die Stimmen auch höre, wenn ich mich einer großen Menge Mana nähere. Du hast bisher auch nie etwas in der Art gehört. Warum sollte es jetzt anders sein? Ja, aber ich weiß jetzt, worauf ich achten muss. Pass auf. Tut mir leid, aber ich kann das jetzt nicht auf sich beruhen lassen. Ich muss unbedingt... Geh nur.
Ich komme später nach, wenn ich kann. Danke. Also dann, wir sehen uns in Edan. Tschüss, war schön mit dir. Ja. Oh Mann, wozu dieser Schlüssel ist, den der mir da gegeben hat? Alle so sind wirklich nichts von dem Elix, ne. Nee. Meine ich jetzt richtig oder komplett verkehrt? Ja. Unsicher. Schnell Katze füttern, sie knabbern mich schon an. Oh, schlecht. Ja dann. Von der Luke. Eingang. Was auch immer. Da muss ich irgendwas aufmachen hier. Mit dem Mechanismus. Muss mal gucken, wo dieser Mechanismus ist. Jetzt auch so rum. Wahrscheinlich bin ich jetzt natürlich wieder komplett falsch rumgelaufen. Sowas so klar. Ja, Granaten, ne? Raketen, Granaten. Warum nicht? Fliegen hier einfach mal so rum. Läuft bei denen. Ich muss da irgendwie rein. Wozu der gut ist. Das freut mich auch. Ist auch nicht hier drin. Scheint. Draußen nicht, drinnen nicht. Also draußen war ja diese Luke. Und ist nix. Wollen wir die Luke vielleicht auch kriegen? Doch. Oh. Egal, was du vorhast, ich sehe es. Da ist einer. Ich bin weg.
Du hast hier nichts. Mach das ja nicht nochmal. Nein, nein, kommt nicht mehr vor. Keine Panik. Würde ich nie tun. Haben sie locker. Doch nicht einfach irgendwo reingehen und klauen. Kommt er darauf? Haben den Besitztümer an mich nehmen. Im Leben. Hat's halt Gottfried. Ja, also, wo wir jetzt wieder bei dem hier wären, ne? Wie? Irgendwie muss ich das Ding aufkriegen hier. Die Luke. Da schickt er mich allerdings wieder hoch und hier ran. Da ist er. Er passt. Gut versteckert haben sie es. Das ist nichts für blinde Zwerge. Okay. So, was ist denn hier unten? Luki Luki. Oh, hier flackert es verrückt. Hätte ich meinen Roboter brauchen können. Mit der Lampe. Ich habe Magnesiumfackeln, aber die sind nicht so effektiv. Die Kralle soll dein Zeuge sein. Oh. Du musst dann wohl derjenige sein, der bei seinem rasanten Aufstieg geholfen hat. Das spricht für dich. Ich lasse dich durch. Sprich mit Hector, er wird dir alle deine Fragen beantworten. Stimmt, ich habe ja Retz Kralle mir auch bekommen. Sehr cool. Schon gedacht hier. Hi, mein Name ist Jasma. Und bevor du irgendetwas sagst, muss ich dir etwas sagen. Ich will nicht wissen, wer du bist. Ich will nicht wissen, wie du heißt. Ich habe kein Interesse daran, wo du herkommst oder was du hier machst. Wenn du dich daran hältst, kommen wir gut miteinander aus. Wieso willst du nichts von mir wissen? Ich kenne dich nicht und ich will dich auch nicht kennenlernen. Ich habe keine Ahnung, ob ich dich mag oder nicht. Aber die Krallen haben die Angewohnheit zu verschwinden und nie wiederzukommen. Das ist mir einmal zu oft passiert. Ja. Wenn du nichts von mir wissen willst, dann erzähl mir etwas von dir. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe mich mein Leben lang alleine durchgeschlagen. Ich konnte schon immer gut klauen. Ich musste es zum Überleben lernen. Eines Tages wurde ich selbst ausgeraubt und schwer verwundet zum Sterben zurückgelassen. Ein Outlaw namens Red hat mich damals gefunden. Er half mir wieder auf die Beine zu kommen. Er sagte mir, er kenne einen Ort, an dem ich sicher sei. Im Gegenzug müsse ich einigen Leuten meine Fähigkeiten beibringen. So bin ich hier gelandet. Zufrieden? Kannst du mir dann auch etwas beibringen? Da du an Darius vorbeigekommen bist, kannst du kein schlechter Kerl sein. Also bitte, was möchtest du wissen? Bring mir etwas bei. Na gut. Mhm.
Handwerker. Okay. Oh. Darf ich die einfach so nehmen? Cool. Oh Gott. Da brauche ich ja 56 Intelligenz. So viel kann ich nicht. Eine Klerikerwaffe oder so. Keine Ahnung. Ist nichts für mich. Ich wurde zu dir geschickt. Hat Darius dich also durchgelassen? Das heißt wohl, jemand hat sich für dich verbürgt. Ich nehme an, du hast eine Menge Fragen. Wer bist du? Mein Name ist Hector. Ich bin so etwas wie der geistige Anführer unseres Netzwerkes. Ich war dabei, als der Aufstand des Dukes gegen den Blutigen in Tavar begann. Damals habe ich beschlossen, dass es so nicht weitergehen kann. Ich bin hier nach Abessa gekommen und habe die Krallen gegründet. Was ist das hier? Das hier ist unsere Zentrale, wenn man das so nennen kann. Da das Netzwerk der Krallen sehr dezentral arbeitet, halten wir es hier auch nicht sonderlich hübsch. Die meiste Zeit ist sowieso kaum jemand hier. Wer genau sind die Krallen? Wir sind, wie sage ich das am besten, wir verteilen die Werte neu, wenn du verstehst, was ich meine. Ihr seid Diebe. Dieb ist so ein hässliches Wort. Aber ja, ich denke, man könnte uns so nennen. Ein organisiertes Netzwerk fähiger Diebe. Wir kennen keine Ränge. Bei uns sind alle gleich. Es interessiert uns auch nicht, woher du kommst. Wir haben die Streitigkeiten, die die Gemeinschaften draußen führen, längst überwunden, denn wir wissen, dass letzten Endes nur das Elixit unser Überleben in der neuen Welt sichern kann. Von was für einem Netzwerk redest du? Wir sind überall. Wir haben diesseits der Berge in jeder größeren Siedlung unsere Männer sitzen. Und je mehr Leute wir für unsere Sache gewinnen, desto schneller wächst unser Netzwerk. Keiner von uns kennt alle aus dem Netzwerk und niemand weiß, wie groß wir inzwischen sind. Wir erkennen uns durch unser Markenzeichen, die Kralle. Wir treffen uns, sagen, was wir zu sagen haben und dann vergessen wir uns wieder ganz schnell. Aber kommen wir zum eigentlichen Grund deines Besuches. Jetzt, da du weißt, wer wir sind, möchtest du ein Teil unseres Netzwerkes werden? Was sind die Ziele der Krallen? Wie dir mit Sicherheit nicht entgangen ist, herrscht dort oben Krieg. Krieg um Land. Krieg um Ressourcen, Krieg um des Krieges willen. Alles, was wir tun, ist dafür zu sorgen, dass wir mit vollen Taschen dastehen, wenn der Krieg vorbei ist. Wenn sich die Alps und die Kleriker gegenseitig in den Boden gebombt haben, kommen wir an die Oberfläche. Wir sammeln Reichtümer und sparen sie an, bis wir genug haben, um in der neuen Welt ein Imperium darauf zu errichten. Na klar, Geld ist immer gut. Das Privileg hast du dir verdient, als du es an Darius vorbeigeschafft hast. Hier, nimm diese Kralle. Sie wird dich als einer der unsrigen ausweisen. Wenn du willst, werde ich dir jetzt erklären, wie das hier läuft. Erkläre mir, wie ich euch helfen kann. Also pass gut auf, denn ich erkläre unsere Vorgehensweise nur einmal. Unser System ist so aufgebaut, dass du auch weiterarbeiten kannst, wenn niemand hier ist. Siehst du die Truhen da drüben? In der einen findest du Aufträge, wir nennen sie sehr kreativ Auftragstruhe. Dort drinnen findest du Jobs, die erledigt werden müssen. Nimm dir einen Auftrag, klaue die geforderten Gegenstände und bring sie zu einem unserer toten Briefkästen. Wo finde ich eure toten Briefkästen? Guck dich in den großen Siedlungen um. Dort stehen recht auffällige Mülleimer herum. Schmeiß das Zeug da rein. Alles, was du darüber hinaus stiehlst, kannst du hier bei Grisou verkaufen. Wie bekomme ich meine Bezahlung? Sobald einer unserer Leute das Diebesgut aus einem der toten Briefkästen geholt hat, wirst du deine Bezahlung hier in deiner Truhe finden. Sie steht dort drüben. Jeder von uns hat seine eigene Truhe. An den anderen hast du nichts verloren. Und jetzt habe ich zu tun. Geh und schnapp dir einen Auftrag aus der Truhe und leg los. Viel Erfolg! Diebesgilde, ja. Cool. Zandastruhe. Katastruhe. Auftragstruhe. Uran bestehlen. Okay, cool.
Vorräte klauen. Ja, kein Problem. Mama. Hier, Grisou. Hast du was zu verkaufen? Du bist dann wohl der Händler hier. Oh, was hat mich verraten? Halt, warte, verrate es mir nicht. Es war der Fakt, dass ich dich gefragt habe, ob du etwas verkaufen willst, oder? Also ja, ich bin dann wohl der Händler hier. Wenn du mehr Diebesgut als gefordert hast, dann werde ich es dir abkaufen. Ich habe Diebesgut zu verkaufen. Dann zeig mal, was du hast. Was hast du denn Schönes? Modifizierter Granatwerfer. Moin Krubbeling, Hallöchen. Eines Elix hat er. Anleitung Amulett der Tarnung. Hab ich das schon? Nö. Das holen wir uns gleich mal. Cool. Ach, das Regenten verkaufe ich gleich wieder. Was soll ich mit so einem Geht doch nicht so hoch auf Intelligenz. Vielleicht noch. Vor allen Dingen so viel Schaden macht das gar nicht, ne? Nee. Mit. Geil. Tisch geklaut. Weiterverkauft. Bücherwurm, Handwerk. Wasser knacken. Eins. Handwerk plus zwei. Auch nicht schlecht. Na, wie geht's? Wie steht's, mein Guter? Alten Konservendose. Heiltränke. Schlauch. So. Stunden Satisfactory Gespürbohren. Meine Truhe. Leer. Da kann man Sachen ablegen. Cool. Okay. Nice. Dann gehen wir doch erstmal. Ich habe euren geheimen Eingang gefunden. Ich habe es gesehen. Wo hast du den Schlüssel her? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Dann wüsste ich nicht, was du hier noch willst. Verschwinde. Für die Krallen. Okay. So. Ah, nice. Gut. Dann gehen wir mal klauen, würde ich sagen. Ach, bei den Berserkern. Das ist okay. Können wir klauen gehen. Oh. Ich bin schon wieder seit um 4 wach und seit um 5 am Zocken hier. Mal gucken, wie lange wir machen. Ich werde erstmal Frühstück anschmeißen. Wow. Badum, badum, badum. 17 Stunden. Respekt. Zwei Tage mal neu angefangen. Seit vorgestern spiele ich auf der Map mit dem Kumpel zusammen. Ah ja, ist doch supi. Nice. Seit Satisfactory kann schon süchtig werden. Ja. Ja, moin Infinity. Seit um 5 bin ich schon wieder hier. Bin schon wieder um 4 aus dem Bett geplumpst. Ach du Schippe, bei Uran in der Kneipe. Ach du Lieschen. Hehehe. Ja, das Satisfactory kann schon Probleme bereiten, dass man nicht aufhört. Okay. Was muss ich denn da nehmen? Was muss ich denn da klauen? Ich behalte dich im Auge. Mach das.
Was ist los, Oran? Zieh dich. Ich stelle jetzt das Elixier klauen. Lass die Technik ja, alles gut. Auch von denen ja nur schwer zu trennen. Jemand sollte seine Vorräte stehlen. Ist jetzt nicht schlimm, das will. Das habe ich so inzwischen nur noch alle zwei Wochen mal. Das war schon schlimmer. Das ist halt einfach mal. Lass das! Früher wach bin, als ich eigentlich will. Jetzt muss ich mal gucken, wo hier Vorräte sind. Was willst du hier? Die Exitbeutel sind da nur drin. Bis später dann. Stell ich mir gerade nicht so einfach vor, den da rauszukriegen. Sei lieber still. Ja, ein bisschen bin ich auf jeden Fall noch da. Ach, das Kuppling. Ist auch wichtig. Dass der euch nahe der Strom ausgeht. Wäre nicht so gut. Hier, warte mal, hier wollte ich nicht rein. Wer treibt sich hier herum? Niemand. Ganz ruhig bleiben. Locker bleiben, Lady. Warte mal, kann es sein, dass die hier unten drin waren? Stimmt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Erstmal was trinken. Hm, früher war alles besser. Ist das dein Ernst? Damals wäre er dafür nicht bestraft worden. Bist du dir da wirklich sicher? Das ist ja ein dickes Ding. Ich bin dann mal weg. So, so. Borans Schuldenbuch. Aber hier viel nichts an Vorreden. Und? Zumindest sollten hier zwei Sachen sein. Aber der Hammer ist doch kein. Wenn du das sagst. So, oben sind zwei Elixirbeutel drin. Hab ich gesehen. Ist irgendwie. Links hier sau duster. Ich glaube, ich bin kein guter Dieb, hä? Hör nicht auf diesen albernen Kack. Emmy taugt nix. Ich bin mal weg, Leute. Und mit Clownas habe ich irgendwie nichts so am Hut, irgendwie. Also ich weiß, dass da drin zwei Elixbeutel sind, aber wieso? Mitternacht vielleicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre eine Idee, dass ich schlafe bis zum Mitternacht. Nur am Saufen. Hier ist der tote Briefkasten. Hm, früher war alles besser. Und dass ich warte, bis der pennen geht. Das wäre eine Idee. Könnten wir machen. Und dann mal uns umschauen, wenn der schläft vielleicht. Weil... finde ich jetzt aktuell nur zwei Elixitbeutel da hinten drin, hinter dem Tresen, aber der rennt ja tagsüber da immer rum. Was ist denn im Schuldenbuch drin? Lass das lieber bleiben. Was finden wir denn da Schlimmes von dir? Ja, das stimmt, dieser unendliche... Beutel ist schon nice.
Schlüssel zum geheimen Vorratslager stellen. Ah, ich muss den Schlüssel stehlen. Oh Gott. Ist das so? Vor wem versteckst du dich? Der klaut hier einfach. Na, warte. Okay. Okay, das ist ja interessant. Da müssen die dann natürlich weg sein. Kannst du mal weggehen von der Theke da? Ich glaube, der... Du kannst aufhören zu schleichen. Ich hab dich gesehen. Ja, ja. Ich auch. So, jetzt aber. Jetzt sieht das, glaube ich, keiner. Boah. Du kannst aufhören zu schleichen. Ich hab dich gesehen. Jo, ich weiß. So, Orans Kinderschlüssel haben wir. Aber wo war denn hier eine Tür? Er hätte das nicht tun dürfen. Sie sollte wirklich nicht immer so viel reden. Bist du dir da wirklich sicher? Ich habe überhaupt keine Kellertür gesehen. Hä? Bin ich denn blind in der Birne oder was ist hier los? Warte mal, nochmal gucken hier. Schlüssel haben wir jetzt auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Da muss er hier noch irgendwie, außer da, habe ich doch auch gerade gesagt, Zugang sein. Sieht hier irgendjemand eine Kellertür? So blöd oder was? Hast du deinen Keller, Junge? Wenn du das sagst. Ja. War da was? Oh, hi. Etwas Bestimmtes? Nein. Wo hat der seinen Keller? Wo redet er da vorne? Hm. Wo hast du denn deinen Keller hin? Hm. Bist du dir sicher? Damit geht er mir seit Tagen auf den Sack. Wirklich? Lass das lieber bleiben! Haben wir aus ihrem Lager als Gegenleistung eine Nahrungsmittel geben lassen. Sind da zweimal nicht bezahlt. Verzieh dich! Wer nichts macht, macht nichts falsch. So kann das also wirklich nicht sein. Ich sehe hier definitiv keinen Keller ein. Kann der noch sein? Das ist auf jeden Fall irgendwie unten drunter. Aber hier auf jeden Fall, in dem Tunnel auf jeden Fall nicht. Könnte der sein? War hier irgendwo eine verschlossene Tür, an die ich mich nicht erinnern kann? Das ist auf jeden Fall unten, unter uns. Theoretisch müsste ich noch eine Etage tiefer. Okay, ich hänge fest. Ja, liebe Leute von heute. Also Dieb sein ist gar nicht so einfach. Merke ich gerade. Oh.
Muss den Presslufthammer schwingen hier. Oh, was mache ich denn hier? Hier wollte ich doch gar nicht hin. Oh, hoppla. Huch. Grüß Gott. Verschwinde! Unbefugten ist der Zutritt zum Schlund verboten. Ja, hier schon weg. Ist ja schon gut, mein Freund. Bleib noch locker. Liebsein habe ich mir einfacher vorgestellt. Wo er wohl die ganzen Sachen hat, die hier beschrieben stehen, ja. In seinem Keller, aber, jemand sollte sagen, der Schlüssel für sein Geheimversteck trägt er. Das ist ein Geheimversteck, okay, ja. Deswegen finde ich das auch gar nicht so einfach, ne? Ist vielleicht wieder so ein Ding wie eben mit dem Schlüssel in der Wand. Ich sehe es wieder nicht. Ihr wisst, was ich meine. Das kann ja nicht sein hier, oder? Mal, auf welcher Ebene soll denn das sein? Ist auf jeden Fall bei der Kneipe irgendwo außenrum. Bloß, finde da Ding mal. Das ist schon geil gemacht, solche Sachen. Aber da muss er auch hier irgendwie mal drauf kommen. Latschen jetzt hier nochmal außenrum alles ab. Ich habe hier doch irgendwo was übersehen. Also hier in dem Tunnel war auf jeden Fall nichts. Da habe ich nichts gesehen. Gucken lieber noch mal, nicht, dass da doch irgendwas ist. Ich trau dem Spiel nicht. Oder hier ist irgendwo was. Ah, da ist es doch. Toll. Ich bin mal weg, Leute. Trinkt nicht so viel. Und was ging jetzt irgendwo? Ah, wow. Also das ist aber echt sehr gut versteckt teilweise. Da musst du echt dauernd die Wände angucken. Das war jetzt wieder Zufall, dass ich das gesehen habe. Da auch aus Versehen drauf geguckt habe. Burete. Resiorb, guten Morgen. Leitschwert ist sogar noch hier. Guck mal. Vorräte. Ja, erledigt, mein lieber Mann. So. Zack, hoch hier. Nicht schon wieder. Gut, dann kann das ja in die Geschichte dann rein. Hier in die Mittel... gesehen. Er hätte das nicht tun dürfen. Bin damit. Da ist er. So, das war's. Ich habe keine weiteren Aufträge der Krallen mehr. Vielleicht haben sie in ihrem Versteck neue Missionen für mich. Zurück in die Kanalisation. Gehen wir erstmal unsere Belohnung abholen.
Wir wissen ja jetzt, wo sie rumfuchsen, die Lümmels. Ich hab dich gesehen. Was? Ich hab dich gesehen, wie du durch die Kuppel gekommen bist. Wer bist du? Wieso wurdest du reingelassen? Das geht dich nichts an. Dann muss ich wohl davon ausgehen, dass du durch einen Trick hereingekommen bist. So sicher, wie die Kleriker sagen, scheinen ihre Kontrollen wohl doch nicht zu sein. Und damit meine ich nicht nur dich, sondern vor allem diese ganzen Scheiß-Alps in der Stadt. Wer bist du? Ich bin Caleb, quasi der Anführer der Berserker hier in Abessa. Ich kümmere mich um alle Angelegenheiten, die die Berserker hier als Gemeinschaft betreffen, seit wir uns von Goliath abgespaltet haben. Oh. Er hat keinen Bock mehr. Hat das Spiel gecrashed. Moin. Spiel sagt nein. Wie kriege ich das jetzt zu? Das Manager-Ding will nicht auf. Das Manager! Auch nicht auf. Schlecht. Oh nee. Wird wieder so ein Absturz, dass ich wieder den Rechner starten. Bitte, bitte. Hey. Liebe. Lieber Abstürze, wo man gar nichts mehr machen kann. Und die mit Taskmanager. Hab ich schon. Hab ich doch schon. Habe ich, glaube ich, schon gemacht. Ja, auch. Geht auch nicht. Nee. Dies ist natürlich schlecht. Ja, liebe Leute, da muss ich mal ganz kurz PC neu starten. Ich bin direkt wieder da, ihr Lieben. Kurzen Moment.